So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zum Metin2.de. Heute mal wieder zu einer neuen Folge hier wieder im Spiel. Heute geht es um das Seelen-Event bzw. Blutopfer-Event. Ich glaube, das heißt Ritual des Blutes, heißt es, glaube ich. Und ich habe die letzten Tage wirklich hardcore viel gefarmt. Und erstmal zum ursprünglichen Plan. Ich hatte vor, das Event einmal komplett auszunutzen. Also nicht ganz komplett, aber wirklich mal zu benutzen, um eben, das Ziel war es, einige Drachenzangen plus zu bekommen, damit ich theoretisch eventuell die Echse-Eichi ausbauen kann, zumindest Teile davon. Und ich habe da mit einigen Leuten geschrieben, ich habe mit sehr vielen Leuten geschrieben, wie ich das am besten angehen soll. Ich habe mit Made for Farm geschrieben, ihr kennt ja vielleicht den Vasu, der hat glaube ich auch ein paar YouTube-Videos gemacht. Der hat als Vasu solo den Hydra geklatscht und so. Also ich habe mit solchen Leuten geschrieben, ich habe mit einigen Leuten geschrieben, die das Event sehr hart gefarmt haben. Denn ich wollte wissen, wie viele Seelen brauche ich denn, um tatsächlich mal meine gewünschte Menge, mindestens gewünschte Menge an Zangen zu bekommen. Und ich habe mich im Forum auch mal durchgelesen. Es gibt einige Leute, die haben berichtet, die haben irgendwie über 9000 Seelen verdreht und haben keine Zange bekommen. Da war ich schon sehr skeptisch, muss ich sagen. Zur Info, was ich gemacht habe, ich habe mir Mitte August hatte ich ja gestreamt. Nee, am 22. August habe ich ja gestreamt, wo ich 6 Stunden lang durchgestreamt habe und haben mir einige Leute geschrieben, Maeve, es wäre doch eigentlich viel cooler, wenn du jetzt die Alchemie in den Ninja einbauen würdest und den Sura so matte Alchie einbauen würdest und mit beiden Chars richtig gut die Runs läufst. Und ich habe überlegt, ich habe nach diesem Stream wirklich lange Tage nachgedacht, ob ich das machen möchte. Und ich habe dann überlegt, das wäre eigentlich ein sehr guter Plan. Ich habe, wie gesagt, mit einigen Leuten geschrieben und ich habe insgesamt jetzt zu den Fakten erstmal 16.000 Seelen erfarmt. Wo habe ich das gemacht? Ich habe mir auf der ZM erfahren wir das am besten. Das heißt, ich habe mir Doppeldrop geholt, ich habe den Handschuh angezogen und ich habe diesen 7-Tage-Handschuh, den man aus den 50er und 60er Lehrlingstruhen bekommt, reingehauen. Das heißt, ich hatte 200, 250, 300% Doppeldrop hatte ich, glaube ich, drin. Und damit habe ich die Seelen gefarmt. Ich habe in knapp 10 bis 15 Minuten einen so 150er-Teil voll gemacht mit Seelen. Und habe, das Ding ist, ich habe die Idee, oder die Idee habe ich erst sehr spät des Monats gehabt. Das Event lief ja schon Anfang September, hat es ja schon, Anfang August hat es ja schon angefangen und es läuft bis zum 4. September. Und ich habe überlegt, ich habe mir das erst Ende August überlegt, dass ich das machen möchte. Und die Idee war jetzt, ich möchte eventuell den Diamanten und den Rubin auf jeden Fall ausbauen, in den Ninja hauen und dem Sura dafür Matte bis, keine Ahnung, Brilli einsetzen, um dann eben und mir dann ungefähr 1000 bis 1500 Won erfarmen und dem Ninja dann ein zweites Set EQ basteln. Und damit möchte ich dann mit dem Vasu und dem Ninja zusammen dann die High-Level-Runs laufen. Das war so die Idee dahinter, die ich vorhabe. Warum das Ganze? Warum auf einmal die Alchemie aus dem Vasu ausbauen? Weil der Vasu an sich ist geil für Zodiac-Runs etc. oder für Melee vielleicht, aber der Ninja ist für Runs wie Hydra und Melee noch besser, sag ich mal so. Und der Sura würde auch den Zodiac-Run und andere Runs auch mit Matte-Alchemie lock auf lockig wegstecken. Deswegen habe ich mir überlegt, das wäre eigentlich eine geile Idee. Und soweit, dann verbinde ich sozusagen die beiden, ich sage mal, Staffeln von meiner Metin 2 Laufbahn sozusagen, weil ich sage mal, die erste Staffel war mein Krieger, die zweite Staffel war mein Ninja und der dritte Staffel ist der Vasu und ich verbinde jetzt quasi die zweite und die dritte Staffel zu einer Staffel 4, ja, ich bin gerade im Staffelfieber, ihr merkt schon, und habe auf jeden Fall vorgehabt, dann Zang Plus zu bekommen, um mindestens den Rubin und den Diamanten auszubauen. Ihr habt schon gesehen, glaube ich, ich habe gerade eben schon eine Zange gedreht. Und jedenfalls war ich da sehr skeptisch, ob ich das überhaupt hinbekomme. Jedenfalls, wie viel hat es gekostet? Ich habe mir, ich glaube, 4.000 oder 5.000 DR an Land geholt und habe dann täglich erstmal diese 9 DR Blutopfer aus dem Itemshop gekauft und mir immer auf der ZR-Map dann immer diese Blutopfer für 39 DR gekauft. Das heißt, es war wirklich, wirklich teuer. Ich habe wirklich fast 5.000 DR komplett ausgegeben für nur die Blutopfer. Und ab und zu mal wieder ein Kostüm gekauft, natürlich, weil das ausgelaufen ist. Das Schöne ist ja, der Vasu packt ja locker flockig die ZR-Map und das ist auch sehr, 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 sehr sexy, muss ich sagen. Und mein Ziel war es, mindestens 2 Zangen plus zu besorgen, damit ich Dia und Rubin ausbauen könnte, damit der Ninja halt vernünftig Hydra laufen kann. Und dann eben mit den beiden Chars zusammen eben Melee laufe, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Das war so der Plan. Ihr könnt ja schon mal kommentieren, was ihr von der Idee haltet. Wie gesagt, ihr seht am Ende des Videos, wie viele Zangen ich bekommen habe und dass es dann eventuell möglich wäre, der Plan durchzuführen oder halt nicht. Ihr wisst, wie ich es meine. Und ja,
Es war auf jeden Fall ein heftiger Aufwand. Ich habe einige Nächte nicht ganz durchgemacht, aber ich habe, ja, ich sag mal, ich hatte Spätschicht die letzte Woche, deswegen konnte ich halt immer recht lange zocken die Nacht rein. Und da habe ich halt meine Freundin ein bisschen auf dem Sofa sitzen lassen und habe gesagt, pass auf, Mrs. Maeve, ich muss leider ein paar Zangen farmen oder ein paar Seelen farmen. Und die hat immer gesagt, ja, mach mal ruhig. Und ich habe dann einfach immer so abends so von 19 bis, keine Ahnung, 2 Uhr, 3 Uhr nachts immer die Seelen gefarmt, bis ich dann an die 16.000 Seelen hatte. Ich habe wirklich nur 5 Tage oder 4 Tage gefarmt und ich habe mal die Rangliste angeguckt. Auf Top 1 ist natürlich Zayden mit knapp 58.000 Seelen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Rangliste auch für letztes Jahr noch gilt oder ob es nur dieses Jahr ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich hatte sein Video, glaube ich, auch geguckt. Er hatte, glaube ich, bei 38.000 Seelen hatte er 6 Zangen. Und ich habe mir halt gedacht, okay, dann farm ich 16.000, dann müsste ich ja 2 oder 3 bekommen. Und ja, das war auf jeden Fall das Ziel, dass ich dann 2 oder 3 kriege. Ich bin mir nicht sicher, auf welchem Stand wir gerade im Video sind, aber es müsste, glaube ich, gleich schon soweit sein, dass wir die zweite und die dritte geholt haben. Das kann ich jetzt schon mal erzählen einfach. Ich glaube, man hat auf jeden Fall sehr viel Crap bekommen. Man bekommt sehr, sehr viel Müll aus dem Rad. Vor allem das Nervige ist, dass man den Ring der Willenskraft so oft bekommt, dass es Inventar zuballert. Ich habe mir einen reingeballert in mein Quaso und habe den Rest immer an die Gemi verkauft, einfach weil die parallel ablaufen. Es macht also keinen Sinn, die ganzen Dinger zu behalten. Was auch nervt, ist die Schmucksteine, die einfach das gesamte Inventar zum Müll. Ich musste zwischendurch sehr oft mal kurz den Vaso aufräumen, weil er vollgelaufen ist. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel Müll rauskommt. Positiv, ich habe 97,76 kleine Switcher bekommen. Ich habe 23 Bücher der Erweckung bekommen. Wir haben sehr viele von den extra 50% Handschuhen bekommen, weil da gibt es nochmal, ihr seht unten links gerade, gibt es 50% DD-Handschuhe, die nochmal extra oben links ins Inventar reingehen, also oben links in die Anzeige reingehen. Das heißt, man kann ISDD, den 7-Tage-Handschuh aus den Lehrlingstruhen, Handschuh in den Slot reinpacken und nochmal den hier aus dem Rad reinpacken. Das ist halt extremst heftiger DD-Push. Davon habe ich 14 Stück bekommen. Und einige Cores und einigen Kleinkram habe ich auf jeden Fall bekommen. Wichtig war für mich nur, 1% Bänder sind okay, Ring der Macht war okay und Willenskraft, wie auch immer das Ding heißt. Die kleinen Switcher sind auch geil, ich habe ja fast 100 kleine Switcher bekommen. Und das Allerwichtigste, 3 Zangen habe ich erfarmt. Das heißt, mit 16.000 Seelen haben wir jetzt 3 Zangen plus und ich kann 3 Alchemiesteine theoretisch ausbauen. Haut es in die Kommentare, wie ihr weitermachen würdet. Ansonsten, es ist auf jeden Fall das Event gewesen. Ich blende jetzt noch kurz 2-3 Clips ein, bei dem, was ich rausgeholt habe, was ich damit gemacht habe. Das, was ich gemacht habe, kommt nächste Folge. Jetzt seht ihr erstmal nur, was ich ungefähr bekommen habe und die 3 Zangen. Ansonsten, ja, kommentiert auf jeden Fall, was ihr darüber denkt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, dass ihr das Rad mit zugeschaut habt. Kommentiert fleißig, ich bin auf eure Kommentare dazu gespannt. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Wie immer, Anmelde-Link nicht vergessen. Ansonsten bis dahin, Peace und Out.